Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Seven Days to Die mit Wähler. Guten Abend. Wir haben jetzt so einen Screamer hier gehabt. Der Wähler hat mir das erklärt, so eine weiße Tussi. Die lockt die ganzen Typen an und jetzt haben wir einen Besuch und ich habe, aber können Sie jetzt sehen, es blinkt sogar rot schon mein Wasser links unten. Ausdauer haben wir keine, es ist halt jetzt schwierig. So, ich wollte mal aus Wassermangel den Torsammler aufstellen. Warte, da oben an der Tür ist noch, Besuch. Oh, hier. Platt. So. Wir brauchen dringend trinken, daher der Torsammler. Sammelt der eigentlich das alles in so Gläserflaschen schon oder muss man das irgendwie dann umfüllen? Nein, das wird in Gläsern gesammelt, das ist aber als Sammler. Schmutziges Wasser am Anfang. Das ist egal, wir können es ja im Endeffekt dann kochen, das ist ja schon mal was dann. Wir können nachher aber noch in den Tausammler einen Filter einbauen. Mhm. Dann erhalten wir natürlich direkt sauberes Wasser. Das ist natürlich auch cool. Aber es ist schon mal, ich wäre schon mal froh, wenn wir einfach überhaupt Wasser hätten. Es ist mal wurscht wie. Wo bist denn du? Ganz oben da irgendwo, oder was? Ja. Das Lustige ist halt, der Tausammler, welche Überraschung, muss im Freien platziert werden. Wirklich? Das hat mich jetzt... Ja. Wäre sonst keiner drauf gekommen, ne? Nö. Jetzt habe ich null Ausdauer. Okay, warte, ich hole den gerade mal. Ja, bitte. Das ist, bleibt auf null stehen, da tut sich nichts mehr. Ja. Ja, stellen wir das Feuer dann auch darauf. Das ist irgendwie da herum gemütlich, da ist Feuer daneben oder ein zweites. Wo mit einem Kochtopf oder so. Oder wenn man craften kann dann, damit man immer vom Wasser das Wasser gleich rübergeben kann einfach. Oder willst du es unten machen? Können wir ruhig unten machen. Wir werden sowieso nicht auf Dauer hier bleiben. Nein, nicht. Siehst du? Er ist noch immer leer, ich brauche schon was. Aber er fängt an zu sammeln. Jetzt auch? Ja, ja. Ist das Blinken, halt das gelbe Dom, oder was? Kann man nur upgraden? Mit was kann man da reingeben? Ah, das ist das Filterding, das hast du gemeint, das, gell? Du kannst einen Filter reinmachen, dann kriegst du direkt sauberes Wasser, dann kannst du einen Plan reinmachen, dann sammelt der schneller. Und was war das dritte? Ich weiß nicht mehr, was das dritte jetzt für ein Teil war. Dann sammelt der direkt zwei Flaschen auf einmal. Ja. Das hört sich alles geil an, aber ich kann es gerade gar nichts machen, weil es ist ja auch so wirklich auf Null. Wenn ich mich jetzt umbringe, verliere ich EP, hast du gesagt, ne? Ja, wie viel EP fehlt dir denn noch zum nächsten Level? Ist das Level? Der grüne Balken unten oder der lila der oben, oben drüber? Der lila oben da habe ich erst 1 Zentimeter, gar nicht viel. Ja, dann spring vom Dach. Toll. Ja, musst du 2-3 Mal springen. Kann ich... Schaffe ich es jetzt wieder bis zur Leiter rauf? Und jetzt muss ja, ich halt mal... langsam, ne? Na, ob ich darauf springen kann zur Leiter, weil die hängt ja höher. Ja, das geht. Wenn du möchtest, ja, baue ich dir aber auch noch weiter dahin. Nein, alles gut. Schaff das schon. Braucht da keine Sonderbehandlung. Bin ja nicht doof. Ich helfe aber den Krüppelschen gerne, ne? Oh, lieb. Cool. Bin ich gut. Ah. Kann ich mich nicht irgendwas killen, indem ich irgendwas esse? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Oh ja, das verschimmelte Essen. Werde ich von dem nicht. Durchfall. Gesundheit -3. Müsste auch gehen. Bringt die aber wieder Sättigung, ne? Ich weiß nicht, ob das noch geht,
wenn man, wo war das denn, wo man Glas essen konnte? Also ich habe es jetzt gegessen, der verschimmelte. Ich verliere dabei 3 bis 4 Life. Und die Sättigung ist mir ja egal, weil wenn ich meine Life auf 0 sind, bin ich sowieso tot. Außerdem bringt es Nahrung nur +1, also nicht viel. Das heißt, mit verschimmeltem Zeug könntest du dich killen. So, jetzt fliege ich nochmal vom runter. Mit Anlauf. Geronimo! Das ist sowas von unbeeindruckend, wenn man Geronimo schreit und geht wie, weiß nicht was. Bin tot. Ja, jetzt kannst du in der Nähe deines Rucksacks spawnen. Und dann ist Gesundheit, Wasser und Nahrung wieder voll. Du hast halt diesen EP-Malus jetzt, ne? Ja. Wo war das? In Icarus war das auch. Jetzt immer nur die EP verloren, bis zum Level, abgestiegen im Level bis nicht, da war immer nur die EP bis auf 0. Und dann hast du einen Malus halt gehabt, aber das geht mit normalem Gameplay eh wieder vorbei. Das. Ja, richtig. Das ist eh egal. Ich meine, gut, ich habe eben 3/4 von meinem Level verloren. Nein, ich habe wirklich nur nicht einmal über den ersten Slot, nicht mal bei der Hälfte vom ersten Slot war das Level. Ja. Das war ich ganz am Anfang. Ich konnte aber leider auch nicht den Level noch voll machen, weil ich Ausdauer, die stand auf 0 und die ging auch nicht mehr auf 1. Baum. Fetter Baum. Achso. Welcher Quest wurde jetzt angenommen? Ja, da hinten. Hinter uns da, ja, okay. Ja. Sollen wir hin? Wir haben 11.30 Uhr. Ja, machen wir mal, weil jetzt habe ich gerade Ausdauer und alles gerade da. Wir müssen ja was machen, ne? Was denn? Was meinst du mit machen? Ja, dass wir mal an Geld kommen. Ach so, ja, du meinst allgemein, dass wir nicht nur so rumtuckern, genau, sondern mal Quests und so, ne? Ja, ja, okay. Genau. Das sind unsere beiden Quests in der Ecke, ne? Ja. Auch das muss ich mir nur geschwind. Warte mal, ich möchte mir nur geschwind ein bisschen Traubensaft da reinmachen. Dann macht man da ungefähr, wie macht man das im Sommer? 2 cm Traubensaft, den Rest mit Mineral auffüllen, ne? Ah, eine Schorle. Hier ist unsere erste Quest. Die Trauben sind schon ein bisschen länger gestanden. Die sind ein bisschen geert. Ah. Ah, warte. Ich bin jetzt gerade hier an dem ersten Haus. Siehst du die erste Quest? Moment, ich tue gerade mit Wasser spielen. Moment. Also. So, jetzt tue ich so. Nochmal. War ausgeraugt. Naja, egal. Der Mund da wieder. So, wo bist du? Da vorne. Ich hack hier gerade eine Türe auf. Flugzeug. Airdrop. Airdrops. Ha! Ich wollte gerade helfen kommen, dann wollte dich schlagen. Ja gut, das ist sehr nett von dir. Wer dich als Freund hat, der braucht auch keine Feinde mehr. Naja, du schaust doch so einpackt aus wie die. So wenig. Vielen Dank, dafür habe ich jetzt ein Wasser gefunden und du nicht. Ja, das ist Karma. Schlägt gleich zu. Wie gesagt, immer schön looten und auch vor allem Plastikzeug. Naja. Weil du kannst dir vorstellen, dass wir mit 3 Gläser Wasser am Tag mit 2 Mann nicht hinkommen. Ich wollte es nur erwähnt haben. Wie viel kriegt man von so einem Tauding? Ich wollte es schon sagen, willst du gleich noch einen aufstellen? Ja, dafür fehlen uns so ein bisschen an Kunststoff. Ich wollte gerade sagen, sag mal was, Kunststoff? Mhm. Pass ich da ein bisschen auf drauf. Ich habe 19 Kunststoff jetzt. Super. Also ich bin jetzt in den Keller gegangen, bin jetzt außer und dumm wieder rausgekommen. Ja, du bist anscheinend im ersten Stock. Ich bin im Dachgeschoss, ja.
Du hast da was hinter dir, ne? Mr. Loot, Super Loot. Mr. Gearhals. Ich hab die nicht gesehen. Ich höre immer auf die. Ich höre immer ein bisschen auf die. Auf die Geräusche und die war so leise. Genau deswegen will ich nicht alles leise drin, dass man diese leichten Schritte auch besser hört. Ich habe das alles ein bisschen runterdreht. Es ist nicht leise. Es ist eh, ich höre auch unsere Schritte, aber die habe ich jetzt nicht gehört. Ich habe mir das nur angeschaut und gedacht, aha. Die ist gekrabbelt. Ach so. Warum grabst du das weg? Nur diese viereckigen Klötzchen. So, hier haben wir alles. Das heißt, wir können jetzt runtergehen. Quest machen. Genau. Quasi das Gebäude noch einmal. Yeah. Sag mal, wenn du draußen bist. Okay. Ich bin draußen. Quest gestartet. Säubere das Gebiet. Das heißt, wir müssen jetzt hier durch den Keller gehen. Wir müssen jetzt alle Zombies töten. Ja. Kein Problem. Leichtigkeit. Kommt einer gerochen rechts. Hi. Das ist nur Halbi, der tut nicht, der will nur spielen. Nein, das Lustige an der Sache ist, dass das nicht die gleichen Zombies sind wie vorher, sind andere. Nein, die haben nur andere Design bekommen. Na. Ja, die war noch woanders platziert. Achso, ja, das schon. Der eine ist hier, nämlich am Boden gesessen vorher und wie ich gekommen bin, hat sich bewegt. Die waren jetzt beide versteckt ums Eck. Ja. Bauen wir das nachher ab, killen wir zuerst die ganzen Typen. Ja, okay. Nein, nur dass man dann, wieder, dann kann man in Ruhe du da. Willst doch, du willst doch nur wieder in, an den Loot kommen, so schnell wie möglich. Ja. Ich glaube, in so Spiele, wo ich langsam bin, wenn ich zu viel einsammle und das recht schnell, bin ich eigentlich sogar froh, wenn ich weniger Loot habe und bei anderen tragt in die Base. Also, ich bin da nicht so. Da kannst du das ruhig haben alles. Weil das, mich nervt nichts mehr, als wenn ich in Spiele sofort voll bin. Da gibt es so Spiele, ja, da kannst du nichts aufheben und bist schon voll. Und dann gibt es wiederum Spiele, da kannst du hunderte und tausende Stück Stein aufheben und bist nur immer nicht voll. Du weißt doch, wir räumen da eh alles in die gemeinsame Kiste. Genau, wir hauen sowieso alles da rein, ja. Von daher, also ich sage euch, du kannst es gern, darfst es gern hintragen, alles ist kein Problem. Das war die Quest. War das dieses unscheinbare Dölen? Ist immer das Quest beendet, oder wie? Genau. Dölen. Wie ist es bei dir eigentlich mit Once Human? Auch schon reingeschaut? Ja, mit euch dann halt mal so kurz und hat mich aber nicht ganz abgeholt, das Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt meine ich so, während jetzt also. Nee. Alter, da Terror hat damals mit uns in der Beta reingeschaut, eben du auch was, glaube ich. Ich glaube, dergleichen. Da haben wir alle recht früh aufgehört, ne? Der Terror hat gesagt, nee, es ist nicht so Sides-MMO-Ding da und da. Und jetzt spielt er fast jeden Tag, weil er gesagt hat, er hat ihm unbedingt noch eine Chance geben wollen, weil 220.000 gleichzeitige Spiele jeden Tag auf Steam, kann ja nicht so falsch sein. Dann hat er sich nochmal reingehört, gestartet nochmal und ist hängen geblieben und seitdem hat er gesagt, er hat es wirklich unterschätzt. Also ich habe es ja auch jetzt 4 Wochen lang ignoriert, wegen Asuka. Und jetzt habe ich mir aber auch gedacht, so jetzt alle 6 Wochen resettet. Das und du kannst aber die Baupläne
mitnehmen und in dein Eternal Land, in das unendliche Land, wo du bauen kannst, frei wie du willst, aber Ressourcen musst du halt mitnehmen, glaube ich, soweit ich es verstanden habe. Du kannst sogar aber wieder in einen Kartenmodus hingehen und einen Baum versetzen. Sagst, der Baum stört mich, in so einen Editor rein, nimmst den Baum, schiebst ihn rüber. Da hat jeder seine eigene schwebende Insel namens Eternal Land, ja. Und du kannst dann immer Deko und alles mitnehmen aus der Base und Währung, mit der du nimmst Sachen mit, verkaufst sie dann aus von der normalen Welt irgendwo, kriegst Währung, kannst dann eben dein Haus herrichten. Das kannst du unendlich groß bauen, kein Limit. Und es gibt da urviel Einstellungsmöglichkeiten, was mich dazu gebracht hat, dass ich gesagt habe, okay, ich schaue es mir nochmal an. Und jetzt macht es eh wieder Spaß. Aber nicht so wie früher, aber es macht wieder Spaß, ja. Du kannst zum Beispiel auch einfach Leute zu dir einladen auf deine Insel. Und die ist wirklich groß, die Insel, also die ist nicht klein. Kannst du einladen zu dir, habe ich letztens gelesen, und kannst zum Beispiel allen sagen, sie können ihre Autos spawnen und du hast vorher nur eine Rennstrecke gemacht, zum Beispiel auch, wirklich nur Rennstrecke, deaktivierst einfach alles, deaktivierst die Waffen, den Schaden und Ding, aktivierst nur die Fahrzeuge, ladst Leute ein und sagst, das ist eine Rennstrecke. Jetzt fahrt von da quer über die ganze Insel, wer zuerst ankommt, hat gewonnen. Also du kannst, und du kannst wirklich einzeln dich dein Eternal Land voll anpassen. Indem du jetzt sagst, ja, ich will, bei mir darf keiner schießen, bei mir gibt es nur Shotguns, bei mir gibt es Friendly Fire. Du kannst Friendly Fire aktivieren und dann wirklich auf dein Eternal Land mit anderen dich battlen, die dich besuchen, aber ohne, dass du irgendwie was verlierst oder so. Also du hast ja schon wie in einem riesigen Sandbox-Editor und die Mats dafür sammelst halt aus der echten Welt zum Teil und du hast verkauft und kriegst dann die Währung und der zweite. Also sind die Seasons, was du sozusagen spielst, mit Deko und allem, was du sammelst und diese ganzen Viecher, ist eigentlich dann das, was im Endeffekt dann ins Eternal Land wandert, wenn du das dahin bringst. Und wenn die Season aus ist und oder so händisch hinverfrachtet. Und das klingt dann schon wieder irgendwie lustiger. Jetzt habe ich schon 100-mal, 3-mal, okay, die erste Area gespielt, das kenne ich schon. Muss ich ehrlich sagen, jetzt wieder verändert. Sie haben es wieder verändert von der letzten Beta bis dahin. War wieder ein paar Kleinigkeiten anders, nur ein paar größere Sachen. Also sie geben sich wirklich Mühe. Die ändern, bei jedem Ding wird da was geändert. Wo du merkst, sie arbeiten wirklich dran. Und dann, naja, sag ich mal so, dann hat das ja, haben wir doch dann die Baupläne für legendäre Waffen, wenn man findet, bleiben auch erhalten übers Level Reset. Und du musst die Quests, die du gemacht hast, die Hauptquests, die Story, machst du beim Neustart in verkürzter Form, kriegst aber trotzdem die volle Belohnung, damit du wesentlich schneller mit Leveln bist und nicht so lange brauchst, ja. Und dann kannst du, und dann hast du World Events, das ganze Zeug, was du halt mitnehmen kannst. Und ich möchte das mit Eternal Land sehen. Vielleicht kann man da drin wirklich eine schöne große Hütte oder wirklich so eine kleine Rennstrecke bauen. Das war sicher was Witziges dann. Dadurch, dass es Free-to-Play ist, das Game, ist ja nicht wirklich eine Hürde. Mein Problem an dem ganzen Spiel ist wirklich nur eins. Ich suche schon lange ein Free-to-Play-Spiel, wo ich Leute mit viel Gilde, wo ich meine ganze Community, wer will, in einer Gilde landen kann. Wollte ich ja mit Taris Land, das war scheiße. Andere Spiele, was es gibt, kosten was, und sobald es Geld kostet, kommt nicht jeder einfach mal schnell vorbei, ne? Und was ist mit Once Human? Die hat eine Gildengröße von 8 Leuten. Das ist zum Scheißen. Dann kannst du Warband zwar mit anderen machen, bis auf 50, aber das ist auch irgendwie nicht das Wahre. Nervt mich. Nervt mich wirklich. Ich warte ja. Immer auf Besseres. Kommst du? Zu mir dann? Ja, ich bin auf dem Weg. Paxtai habe ich absichtlich ignoriert, weil es da war schon bekannt, dass das. Da war schon bekannt, dass das nichts wird, das Spiel, dass das im Endeffekt ziemlich leer ist. Die Trailer haben gut ausgeschaut, dann ist das Spiel released und dann hat jeder YouTuber und jeder Kritiker gesagt, ja, das Spiel hat genau gar keinen Inhalt. Also es ist praktisch, wie der Entwickler selbst meinte schon, das ist nicht wie die anderen Early Access, wie die verstehen das falsch. Weil bei den anderen machen Early Access, haben das Spiel eigentlich fertig, machen Bugfixing und dann release es trotzdem zur Sicherheit als Early Access. Und er hat extra mehrmals betont, sie sind wirklich Early Access und um die Community wirklich einzubinden, vielleicht Designentscheidungen zu treffen, müssen sie sehr früh in dem Spiel starten, sonst müssen sie nachher alles umprogrammieren. Und das hat er extra dreimal betont und wie ich das gehört habe, habe ich schon gewusst, oh je, das heißt so viel wie, da ist nichts drin. Ich verstehe das Prinzip. Wenn die Features einbauen wollen und wollen auf die Community hören, muss ich die zuerst fragen, bevor ich es fertig mache. Weil sonst baue ich wieder alles um. Verstehe ich voll. Aber das verstehen viele Leute nicht. Und jetzt ist das Spiel halt einfach irgendwie ziemlich zerrissen worden, weil ja, da ist nicht wirklich was drin in dem Game. Aber das kommt ja noch. Aber jetzt derweil ist es nichts. Ne? Also ja, habe ich zuerst von YouTubern so wie im Hirnsturz und so auch gehört, dass da irgendwie, da ist nicht viel zu tun. Du kannst halt nicht wirklich was machen. Ja gut, du kannst bauen wie ein Blöder, ne?
Ja, aber das kann ich woanders auch. Du hast sonst nicht wirklich was zu tun und du willst mal. Das ist bei, muss ich sagen, bei Once Human. Ich war fast traurig, dass ich nicht gleich angefangen habe. Wieder besser. Warte mal, sollen wir hier auch gerade kurz doppelt looten? Nee, ich bin schon übervoll. Ich bin 13 überladen schon. Außerdem müssen wir jetzt was anderes machen. Start mal an. Ja, Sekunde. Nee, Once Human hat, du kannst halt urviel machen. Die kleinen Deviants sind wie kleine Haustiere, wie Pets, die was da helfen. Die nimmst du auch mit in den nächsten Neustart. Und du hast was zu tun. Du kannst questen, du kannst die Riesenhände vom Himmel, die World Events. Und mit dem kriegst du wieder dann Währung, Rohstoffe zum Bauen im Eternal Land oder auf dem normalen Ding. Das ist halt verzeihbarer. Ne? Wenn du mal ein paar Wochen nicht da warst oder so, dann resettest du und bist wieder so groß, so groß wie die anderen. Ja, klar. Deswegen haben wir gedacht, ich schau da. Kannst du ja, du hast jetzt ein bisschen Zeit jetzt derzeit. Schau nochmal rein. Vielleicht dachte ich, auf Server 8 sind wir. Und ich kann nicht vorbei an dir. An Server 8 sind wir. Und ja, ich weiß. Ich bin gerade im Schleichmodus, um hier den einen oder anderen schon mal kalt zu machen. Ich bin auch im Schleichmodus. Der Keule. Wo höre ich denn die alle? Komm von hinter dir kommen. Na, ich sag, das ist die Zeit. Bis jetzt auf, schauen wir vielleicht. Jetzt mal eine Runde reinschauen. Wir sind auf 8. Und ich lade alle Leute, die wollen jetzt mal von den üblichen Verdächtigen in mein Guild ein. Und ich freue mich schon dann drauf. Also ich freue mich schon, ich ab Level 20 bin ich jetzt geworden, kann man jetzt Eternal Land. Und werde dort mal versuchen, wie das mit dem Bauen ausschaut, was man mitnimmt. Eternal Land bleibt dir immer alles, das wirst du nie verlieren, auch beim Reset nicht. Somit hast du praktisch so wie deine Gildenbank eigentlich, wie eine Bank, wo du alles hinterlegst. Und dazwischen machst du jetzt so Runs auf praktisch die Bosse und allem. Okay. Also irgendwie, es macht schon, je mehr ich mal drüber nachdenke, desto mehr Sinn macht es irgendwie schon irgendwie dann wieder. Aber es war halt, man muss, ja. Ich habe aber mal wirklich gedacht, ich spiele zuerst Asker, weil es mir einfach besser gefallen hat. Und somit habe ich jetzt so lange verloren. Ich spiele es erst seit 2-3 Tagen, also wir waren es vom Level her gar nicht weit weg, gell? Ja, klar. Ich glaube, in 2 Wochen reset jetzt. Irgendwo haben wir Besuch. Da herum bei mir. Da sind 3. Nee, hier draußen ist aufgeführt. 4. Komm aus dem Haus raus. Block hier raus. An der Stelle sich. Komm. Ich finde gerade nicht raus. Also jetzt habe ich rausgefunden bei der Garage. Ach so, alles weg. Knie ist kaputt. Vergiftung ist wieder da. Yay. Ich habe ihn. Alles gut, ich habe ihn. Ja, da waren 3 in einem Raum, einer drin. Ne? Und dann waren sie auf einmal mit 2, 3 und ja, dann 4. Und dann haben sie die Tür eingeschlagen und sind auf einmal alle rausgefallen. Und dann. Genau das, ja. Dann waren sie ein wenig zu viel. Ich meine, ich vergesse immer, dass wir die roten Punkte da oben haben. Ich hätte sicher da oben gesehen, dass das mehr sind. Hier ist irgendwo noch einer. Ach, vom Fenster oder sowas. Der ist draußen. Hier kommt einer rein. Hab ihn. Du lootest oben, oder was? Nein, ich schau mal auf. Zombies durch. Ich mach grad den hinten am Fenster noch weg. Die 2. Also ich muss dir ehrlich sagen, nee, ich lasse die Loot, lasse ich liegen jetzt, weil ich will das zerstreuen. Und ja, also herum habe ich, da war ich in allen Räumen, da ist nichts mehr. Außer den Hauptloot. Welcher Hauptloot? Ja, die großen Kisten halt. Na, die habe ich auch lassen noch. Gehen wir dann gemütlich durch, das passt schon. Ich versuche nur gerade irgendwie, ist das jetzt erledigt? Ja, Vorräte zurück. Brauchst du Erste-Hilfe-Kisten? Ich habe so ein Knie fast verletzt. Ich weiß nicht, was brauche ich denn dafür? Spürwunde ist das. Das wäre wahrscheinlich eine Bandage oder was bei da.
Ja, 400% könnte ich Erste eingeben. Hilfe verbände. Na warte, ich bin voll, ich bin bumm voll. Erste Hier, Hilfe, da habe ich warte. eh, habe ich eh. Ich bin eh Nee, voll. nicht erste Hilfe, Kisten. Eine Nein, Kiste. da ist gestanden, Erste Hilfe Verband hilft mir. Ich habe nur Hier, der Schürfwunde. Verbandskasten. Ja, der Verbandskasten. Schmeiß irgendwas anderes hin, ich heb das auf. Jetzt Ja, sehr schön. lese ich aber jetzt nochmal nach. Heilungsgeschwindigkeit von Schürfwunden 400%. Ja, Eigenschaft oder medizinische Gegenstände wie Aloe Vera, Erste-Hilfe-Verbände oder Erste-Hilfe-Kästen erhöhen die Heilungsgeschwindigkeit. Also der Verband wäre auch gegangen. Ich weiß nur nicht, was. Jetzt schaue ich beim Verband nach. Gesundheit, Heilungsgeschwindigkeit 300%, 400. Stopp Blutungen. Schnittwunden nähen kann dein Kasten. So, Antibiotika findet man relativ wenig, muss ich ehrlich sagen. Also finde ich, wenigstens in ein paar Häusern schon was finden können, wenn man sich schon dauernd infiziert. In ein paar Häusern hätten es schon ein paar verstecken können. Bei mir ist irgendwo hinter Kisten irgendwo ganz eingraben, aber. Ja, findest du ja auch mal hin und wieder, Ich habe aber doch keine so war das einzige halt. gefunden. Nichts. Gar nichts. Echt Und der nicht? Honig. Nein, kein Okay. einziges. Und das Honig ist auch. Ich bin schon wieder vergiftet. Jetzt aber nur mit 1% dabei, wenn ich Honig dann finden würde, aber. Findet man ja auch wieder nicht und dann geht es wieder hoch und dann fängt das wieder an. Aber gut, okay, ist Ja. also. Was hast du raus? Das fünfmal grüßt dann Theme oder was? Ja, sowas kannst du ja wegschmeißen. Die finden mir zu Tonnen. Ich weiß nicht, was das ist. Ich sehe es Ach, nicht. das. Ich kann es nämlich nicht aufheben. Damit kannst du roten Tee machen. Okay. Aber. Soll ich diese gelbe Box da aufheben? Das heißt, diese Ja, gelb bitte. markierte Kiste, ist das jetzt so? Ja, auf jeden Fall. Moment mal. Das sind Lootsäcke, die die Zombies fallen lassen. Kurz alles weggeben hier, was ich zum Beispiel lesen kann. Das kann ich lesen. So, jetzt habe ich wieder ein bisschen Platz. Ich nehm diese Quest-Loot mit, ja. Ja, sicher. Und das zählt jetzt für dich auch, was ich im Inventar habe, siehst du jetzt auch zurückbringen, die Vorräte, ne? Nein, das ist ja deine Quest. Also dein. Du kriegst ja auch die Belohnung dafür. Und ich krieg die. Wir haben jetzt zusammen diese eine Quest gemacht. Aber jeder kriegt seinen eigenen Loot-Container und jeder Hast. bekommt seine eigene Belohnung. Das heißt, du hast jetzt auch diese gelb markierte Tasche schon. Ja, sicher. Das habe ich ja nicht gewusst, ob du die liegen hast lassen oder ob du die aufgehoben Nein, hast. nein, 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 nein. Okay. Du hast deine eigene und ich habe meine eigene. Das heißt, wir können jetzt zurück zum Händler wackeln Jawohl. und unsere Loot-Packagen holen. Ja. Ja. Wir sind schon wieder knapp, ne? 19 Uhr ist ziemlich. Wir müssen 500 Meter zurücklaufen, wie ich überladen. Ja, ich bin auch überladen. Ja, und Aber dann nur wieder mit Retour 18 zum. Päckchen. Dann wieder Retour zum anderen, ne? Ja. Nein, Aber so auf dem Rückweg. wird sich schon Wir ausgehen, aber. sind, wir sind ja auf dem Rückweg, sind wir ja dann vielleicht was schneller. Vielleicht. Wenn ich mich entscheiden kann, was ich verkaufe und dort lasse, ja, sonst stehe ich bis Mitternacht dort. Nein, du fliegst um 22 Ich Uhr raus. wollte gerade sagen, eigentlich wahrscheinlich eher nicht, weil ich fliege wahrscheinlich raus vorher. Ich freue mich noch immer auf Volcanoids, wenn das endlich mal das Update kommt. Verfolgst du das ein bisschen auf Ja, ich gucke immer, ich Steam? halte das immer schön Die haben ja aktuell. immer solche kleinen Briefe von irgendwem. Die muss ich mir mal durchlesen, alle, diese Expeditionsbriefe. Machen das echt cool. Richtig Also ich schön. habe dieses Volcanoid, habe ich mal so ein bisschen angespielt. Ja, gut. Ich habe halt keine Ahnung davon, ne? Ist ja wurscht. Aber das ist schon cool mit dem Untertauchen in die Höhlen, wieder auftauchen, mit dem Rumdüsen. Aber es soll ja komplett neu werden, dass wir wirklich praktisch einem Relaunch gleichkommen. Grafik überarbeitet, komplett neues Biom, komplett neue Map, größere Map, weil eben Multiplayer und Koop jetzt da möglich ist, ne? Das wäre sicher cool, in so einem Wurm drin, so einen langen Wurm an die Geschütztürme.
wenn einer untertaucht und der andere noch nicht da ist, ist halt blöd, ne? Ja, klar. Aber das wird sicher witzig. Das kommt sicher coole Szenen zusammen. Ich sehe das schon. Ah, wir kommen an unserem Haus vorbei. Mhm. Mit alles ablegen gleich? Ja, sicher. Ich gleich damit vorbei. Wir schneller beim Händler sind. Ich bin gerade vorbeigelaufen dran, nämlich. Ja, kannst du das Zeug ja auch mitnehmen. Ist ja kein Problem. Nö. Ich schmeiße in die Kisten rein, was wir haben. Richtig. Und den Rest kann ich nur immer verkaufen. Urweit die Range. Ich kann hier beim Stehen eigentlich praktisch alle Kisten aufmachen von der Ecke. Oh, ich habe ein Gewehr. Gut zum Jagen. Lass mich raten, ein Jagdgewehr. Zum Jagen? Ja. Warum hat das nicht funktioniert? Die Maschinengewehrteile legt er nicht in den Part-Ding rein, auch wenn ich auf Ablegen oder Doppelklick auf Ablegen mache. Ja, wahrscheinlich, weil noch keine da drin sind. Achso, zählt das nicht alles als Parts, nur weil... Nein, muss ein Maschinengewehr-Part sein. Kann ich Rüstung wo reinlegen? Ja, wir haben noch keine Kiste, wa? Ich mach's rechts unten in der Ecke bei den Waffenparts, so schnell ist sie nicht voll. Ach, die Mods legt er ja auch wieder nicht drüber, das ist ja für einen Arsch der Knopf. Wirklich. Wenn er nur den einen Mod rüberlegt, den er kennt, und den Waffenmod von einer Waffe nicht, dann ist er das irgendwie... Das, also für mich ist das schon die gleiche Kategorie eigentlich. Kategorie, ja. Natürlich, aber ja, das, das halt irgendwie guck anders. Guck mal, da unten ist doch eine... Kleidung? Genau. Das ist schnell hinzimmern. Ich bin da mal zum Händler, ne, damit ich noch schnell abgeben kann. Ja, ich komm mit. Ich lebe ja in dem Spiel ausschließlich für Antibiotika. Das ist ja mein einziger Main Quest, ist Antibiotika besorgen. Weil ich. Ja, das ist genau das, was ich ja gemeint habe. Das haben so ein bisschen, das finde ich übertrieben, weil. Weil ich mache wirklich seit dem ersten Mal kämpfen. In der Bude, mach ich nur. War noch ein Honig, ne? Bist du noch unter 5%? Ja. In erster Hilfe ist noch ein Honig drin. Ja. Ja, jetzt geht es sich wahrscheinlich mit Honig hier raus. Aber ich sage, ich kämpfe eigentlich die ganze Zeit nur gegen das, so wie oben da, wo auf einmal die Tür aufbricht und drei da sind. Da kriegst du halt deinen Schlag ab. Und wenn du Pech hast, kriegst du so einen Scheiß. Und dann ist der Honig wieder Mangelware und die Antibiotika derzeit Mangelware. Ändert sich ja dann eh, hast du gesagt. Deswegen habe ich gesagt, keine Holzstümpfe stehen lassen. Wenn du einen siehst, direkt wegmachen. Mach ich schon. Schlag alle weg. Ach, wieder kein Fertigungspaket. Was hättest du denn da gern? Okay, natürliches Antibiotika könnte ich nehmen. Congratulations. Auch keiner. Here's your reward. Sucker. Was soll ich denn da nehmen? Der hat Home Cooking Weekly zum Lernen, Pflastersteine 250 kann er sich kalten, Southland Farming zum Lernen, Speerjäger Band 1 zum Lernen und Molotov Cocktail Munition 5. Aber ich dachte irgendwie mit Kochen oder so, oder? Speerjäger oder Southland Farming, ist Farming vielleicht? Verbessert die kannst Fähigkeit machen, zur Fertigung von Samen? Nee, ich nehme das obere. Da steht, verbessert die Fähigkeit zur Fertigung von Nahrung. Vielleicht kommt dann mehr oder bessere raus? Nee, da kommen nur verschiedene. Ach so. Du erweiterst dein Wissen. Ich nehme das einfach mal, ist eh wurscht, das ist alle nicht so toll. So, zweites Mal abgeben. Erste-Hilfe-Verband kann ich da haben. Brauchst du nicht, gell? Nee, brauche ich nicht. So, kann ich dem Typen jetzt irgendwas verkaufen? Well, look who decided to show the face again. Achso, die Person ist beschäftigt, deswegen geht's bei mir nicht. Hast du irgendwelche Aufgaben? Nehmen wir irgendwelche Aufgaben dann noch mit? Ich habe noch keine Aufgaben. Ich auch nicht. Ich warte, bis du dann soweit bist. Dann schauen wir, ob wir da ziemlich gleiche kriegen. Ja, können wir machen. Ja, damit wir gleich das gleiche reden.
Ich sehe aber im Moment, na, ich würde das Geld erstmal sparen. Dann nehmen wir uns eine Aufgabe raus. Also die nächste wäre für mich Nordwesten 724 Meter. Warte mal. Bei mir steht Westen 1,4 Kilometer, Westen 800 Meter, Westen 1 Kilometer, Norden 600 Meter, Osten 600 Meter. Ich würde sagen, wir warten bis morgen. Wir können irgendwas nehmen, ist ja wurscht, dann rennen wir halt rum. Oder wir warten, das ist eigentlich egal, wir müssen sowieso zurück dann. Hast du den Kalender genau, an der zurück. Wand hinten gesehen? Hinter ja. ihm, die Holzfällerin da? Ja. Hast du das Datum gesehen links? Haben wir nicht drüber. 2013. Mhm. Komm, wir müssen zurück, wir haben noch 35 Minuten. 2013, Initial Release Ra, ihr Jahr von 7 Days. Ja. Also, nach Kickstarter dann ist er, wo wirklich released worden ist. So, aus da aus. Wieso hast du so viel Ausdauer? Kann man das skillen? Ich hab gecheatet. Mhm. Kann man das skillen, du Sack? Sagt ja, man's nicht. Man. Das sagt's mir nicht. Das gilt das wahrscheinlich 100 Punkte in Ausdauer-Rack drin oder so. Nein. Dauer-Runner. Ich hab aber auch gerade im Moment 136 Ausdauer. Ich hab nur 106. Ja, ich hab beim Loot eben ein Gericht gefunden. Ich habe mir nur gedacht, wenn du sagst, da kann man was skillen, Ausdauerverbrauch minus 5%, dann skill ich das sofort. Mir geht dauernd die Ausdauer aus. Nein, aber es gibt Kleidungsstücke. Damit kannst du nachher dir weiterhelfen. Mhm. Ah, ich habe noch ein Fertigungspaket. Was macht ein Fertigungspaket? So, ich gebe dir 6 Bücher. Ich kann jetzt die Schmiede herstellen. Ja, stell doch mal darauf. Oh. Schauen wir gerade, was ein Wassersammler. Ja. Oh, ein Glas haben wir schon im Wassersammler. Aha! Ja, wir werden leben! Kurzzeitig. Ich muss einen Holzklotz herstellen. Holzklotz herstellen. Okay. Ah, hier. Ich guck mal, was wir haben. Cobblestone müssen wir machen. Klebeband haben wir, Leder haben wir, Rohre haben wir. Okay, ich muss Pflastersteine herstellen. Jo. Bist du Wasser am Kochen? Zwei. Eins habe ich gehabt, eins hat der Sammler hergegeben und eins hat der Sammler bald wieder. Aber kann ich den Sammler auch machen? Ja. Haben wir ja geschaut, glaube ich, ja, gell? Dafür brauche ich dich. 100 Kunststoff braucht er. Ja, bitte, übertreibt es. Jeder andere Scheiß braucht 3 Rohre, 5 Hebeband, 5. Hast du den Honig? Hast du den Honig gegessen? Na. Was ist dieses? Bevor du über 5% bist. Haben wir schon. Was ist diese? Diese. Da, habe ich gegessen. Sehr gut. Ich habe 3 Neuen gehabt jetzt. Passt, das wird sich ausgehen. Das ist der ganze Lagerfeuer da, ja. Fürs ganze scheiß Lagerfeuer brauche ich original 5 Steine. Nicht ein Holzstöckchen brauche ich. Nur 5 Steine, die brennen anscheinend auch, sind Feuersteine, ja. Und im Endeffekt ist das urgünstig für ein Lagerfeuer. Wenn du andere Spieler anschaust, wo du jeden Stock sammeln musst, dann denkst du, hey cool, das ist so günstig. Da kommt ein Dauersammler, braucht 100, weiß ich nicht, Meister-Propper-Flaschen als Plastik. Naja, gut. Soll so sein, wie viel haben wir denn von den Dinger? Haben wir genug? Und welche Dinger? Und diese Plastikdinger. Ja, da musst du mal gucken. Ja, ich wollte fragen, ob du schon geschaut hast, weil wir mal geredet haben, ob wir vielleicht ans Meer aufbauen. Aber ich sehe hier gerade 76 haben wir. Ja. Kann man deswegen sage ich ja immer. Immer schön sammeln. Ist wieder kaputt. Achso, da ist alles platt da oben. Vielleicht ist noch ein Kunststoff drin.
Ja, der Fernseher hat Kunststoff hergeben. Bist du unten oder bist du, also bist du bei, in Sicherheit oder bist du irgendwo expeditionierend? Ich bin in Sicherheit, ja. Okay. Da, wo du mich nicht finden kannst. Ach, toll. Ups, ich habe ein Loch in die Decke fast gemacht. Naja. Hier. Mhm. Ja, für unsere Hütte war eh schön eigentlich. Oben die Aussicht da mit dem Wassersammler. Eigentlich hier recht hübsch. Ich habe auch noch was gebaut. Hm? Aber da herum nicht, das ist leer. Doch, da oben. Du guckst nur nicht genau gut genau. Das Licht oder was? Nein. Dann weiß ich nicht. Da steht sonst nichts. Soll ich dir zeigen? Hm? Wir haben jetzt einen Garten. So? Komm mit. Ich habe da schon raufgeschaut, aber das sieht man von unten nicht. Ist das der Garten? Bauen wir Mais an. So cool. Und hier bauen wir Heidelbeeren. Vogelnest haben wir da herum auch. Schon weg. Die Zombies kommen da nicht her. Bist du sicher? Ja. Okay. Ich bin mir da wirklich nicht sicher gewesen, weil ich habe das. Ich weiß, dass sie das damals raufklettert sind. Da hatten nur einen Überhang gestützt, damit sie nicht kopfüber klettern müssen. Alle anderen haben es geschafft, das klettern. Wir hatten doch schon Besuch und keiner ist hier hochgekommen. Ja, ja, aber ich weiß nicht, ob das da. Das kann ja auch dem Anfang des Spiels geschuldet sein, dass vielleicht gerade ein bisschen gnädiger sind, weiß ich nicht. Nein, wir könnten jetzt noch Holzspikes bauen um die Butze rum. Das heißt, wenn die versuchen in die Bude reinzukommen, bringen die sich selber um. Ja, aber das ist glaube ich noch nicht notwendig, gell? Oder ist schon soweit. In 3 Tagen ist Hordenacht, dann kommt die ganze Meute an. Bis dahin müssen wir uns irgendwo einen Unterschlupf gefunden haben, wo wir uns in Sicherheit bringen können, was die nicht so schnell kaputt machen. Ah, es geht schon. Da kommen wir hier mit dem Holzding nicht weit. Das kann ich dir jetzt schon versprechen. Weiß. Ich weiß auch, wie ich die erste Nacht beim letzten Mal, wie ich das Spiel gespielt habe, überlegt habe, den ersten Blutmond. Mhm. Ich kann da nicht sagen, wo es genau war. Ich weiß nur, es war eine verbrannte Zone. So ziemlich verbrannte Bäume. Es war ein Schrottplatz gegenüber. Und auf der anderen Seite war ein Sendemast, ein metallener Sendemast, der urhoch war. Da bin ich bis rauf, habe die Leitern weggeschlagen und dann haben es da unten die ganze Nacht irgendwie immer wieder einer ab und zu den von dem Sendemast den Fuß geschlagen. Aber dadurch, dass das massiver Stahl war, ein ziemlich großes Ding, haben sie nichts kaputt gekriegt, was jetzt irgendwie kritisch war. Da haben sie dann ein paar Blöcke gefehlt am nächsten Tag, wie ich dann unten war, aber nicht wirklich jetzt extrem groß. Ne? Ich weiß aber nicht, wo das war aber auch auf der Karte Never Scan, weil ich die immer gespielt habe. Lass da Wasser übrigens drin für dich. Ne, die sind hier. Ich habe schon Wasser getrunken und ich habe auch noch eins im Inventar. Das ja, heißt, ich auch. Die zwei, die im Lagerfeuer waren? Achso. Nein, ich habe doch ein Dritz reingemessen. Jetzt haben wir gedacht, das ist für dich, wenn es das. Aber wenn du ernst hast, lass es drin dabei. Das tut dir eh keinen weh. Ja. Das passt. Wir müssen halt jetzt erstmal ganz viel Holz sammeln. Und Stein und. Ich fertige dabei ein paar Pfeile. Steinpfeile. Ich habe Stein, ich habe Jumpert mit alles. Mache ich dabei irgendwas draus. Ach, mir fällt ja ein, ich habe ja die Schmiede gebaut. Wo? Achso, ich habe es nämlich noch nicht gesehen. Hast du es nicht aufgestellt, gell? Ja. Nein, dann stellst du unten rein in den Raum, wo der Safe war. Oder so, da haben, der ist jetzt eh groß und leer. Ich habe da eh geschaut. Ich
Wir machen das schon ein bisschen schicker. Hier ist aber nicht vor die Lampe, weil die macht so schön Licht. Geht das dann neben sich aus? Da in die Ecke von mir aus, hier oder da rein oder weiß nicht. Ja, da passt noch die Werkbank schön dazwischen. Ja, das ist schon gut aus. So, warte, haben wir was Eisen da? Ja, wa? Wir brauchen was Lehm, wir brauchen was Eisen. Können wir schon mal ein bisschen was schmelzen. Tja, die Schmiede schmiedet. Nambus hast du auch schon, oder? Ja, genau. Ich habe auch schon eine M60. Na, weil das da oben schaut immer so schön aus und weil die sind ja nicht wirklich bunter, wenn es das reinlegt, sondern haben wir nur dieses Zahnrädchen und dann dieses Symbol da oben. Ich habe jetzt gedacht, die sind der eine schaut so schön herausragend aus. Hat er schon einen Amboss gefunden? Nein, habe ich nicht. Kann man nicht jetzt diese Messing-Dinge auch schmelzen? Dann eigentlich, ich hab die früher mal eingeschmelzt. Geht das? Ja, brauchen wir auch noch für Patronenhülsen, damit wir uns nachher Munition machen können. Soll ich weiterschmelzen? Craftet das aus Kisten? Nein. Warum sagt er mir dann, wenn ich jetzt sage, ich will Eisen herstellen? Geschmiedetes Eisen. Legst du gerade rein? Wirklich? Na, weil die Zahl drauf rennt. Ach so, nein, ich bin ja am Einschmelzen. Verstehe ich jetzt nicht. Du machst doch geschmiedetes Eisen. Du machst ja die Bahn, ne? Nein, ich schmelze Eisen ein. Ja, aber rechts am Rand steht, er hat Eisen. Und er hat Lehm, was im Endeffekt das Rezept für geschmiedetes Eisen wäre, ne? Genau. Du musst die Zutaten in die Schmiede reinmelzen, damit die Schmiede nachher geschmiedetes Eisen herstellen kann. Das heißt, ich muss Lehm einbrennen, ich muss Roheisen einbrennen, damit ich daraus dann... Und mit welchem Rezept machst du das? Das steht doch dran. Das kommt drauf an, was du machen willst. Da steht überhaupt nichts dran. Da steht gar nichts dran. Doch, wenn normal ist links unten die Reihe, was du craftest, die ist leer, weil du nur schmilzt. Aber was schmilzt du? Die zwei Sachen werden zu und woran? Ach so, die Zahl daneben ist, wie viel in der Schmiede gefüllt ist, ne? Genau. Das heißt, die haben nichts miteinander zu tun, weil geschmiedete Eisen sind genau die zwei Ressourcen. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, die zwei... Das heißt, du hast nur zwei Slots, die du zum Befüllen praktisch nimmst. Die sind da zufällig genau die Ressourcen vom Geschmiedeten. Genau das. Na warte, dann lege ich meins nämlich dazu, dann soll das gleich mit da rein. Passt. Wenn du jetzt zum Beispiel Lehm einschmelzt und Messing einschmelzt, dann zeigt er dir Patronenhülsen an. Weil das zufällig die zwei Komponenten sind, die er braucht, um Patronenhülsen herzustellen. Das haut der Dache rein. Lehm und Blei einschmelzt, dann sagt er, ich kann dir Geschossspitzen herstellen. Und wenn du nur Stein einbrennst, dann sagt er, ich kann dir daraus Zement machen. Das muss ich dann machen nochmal. Du, ich habe schon wieder ein Ding, ein Grillgitter gefunden. Ich leg dir das irgendwo da rein. Beim Essen. Ja, das habe ich vergessen. Jetzt kommt es mal gerade wieder. Das habe ich früher auch gemacht. Du legst einfach nur irgendwie in den freien Slot das rein, er schmilzt. Du musst das nicht im Inventar haben. Du kannst immer, wenn du das hast, zusammenschmelzen, er schmilzt diverse Sachen oder Eisen zu Eisen, hat es in der Schmiede auf Lager und somit kannst du dann immer wegcraften daraus, ohne dass du es mit haben musst, weil das eh in der Schmiede immer viel hat. Du musst es halt dann mieden. Deswegen heißt das Ding Schmiede. Ja, ist dann sagen, klar. Okay, zum Beispiel jetzt geschmiedetes Eisen brauche ich jetzt, ich sag's mal, 50 Stück. Ja genau, aber du brauchst die Mats nicht dran, weil die kannst du nach jedem Loot-Vorgang gleich mal was reinschmelzen, das häuft sich in der Schmiede an und dann kann, solange er die auf Lager hat da drin, kann er einfach loslegen, das meine ich. Du musst dann nichts aus den Kisten holen und mitnehmen, Richtig. Das schmelzt alles rein und fertig, ja. Das ist ja cool. Richtig. Ich erinnere mich gerade, das war früher schon so, das kannte ich auch noch. Aua. Ja, dazu aus ist jetzt ein Problem mit dem Pfeil, ja.
Ist das wirklich aus wie Groot? Das ist wirklich ein Wahnsinn. Was wolltest du sagen? Nix, ist okay. Aber das steht aus, als wäre es vor einem Zug gestoppelt. Nö, nee, doch nicht. Hey, wieso haben wir Pilzsporen an der Wand? Ich hab die gepflanzt. An der Wand. Damit da Pilze wachsen. Und das Licht geht auch nicht. Das Licht geht nicht, gell? Ja, scheiß Elektriker. Für nichts zu gebrochen. Ja, im oberen Stock brennt aber die Lampe. Jetzt ist die Lampe kaputt. Das. Deine Aggressivität macht mich wahnsinnig. Ich bin nicht da. Das warst du. Das kann mir keiner zuwischen. Kommt das ein Reh? Warte. Wo ist ein Reh? Vor der Tür da. Also vom Nehmern. Wo bist du? Neben dem Sammler oben. Ich komme hoch. Ich komme. Wo ist das? Da Ding? Auf der Straße. Gleich in der Wiese hinter der Straße da. Wisst du? Ja, genau die Richtung, was jetzt schaust, stimmt. Siehst du das? Nö. Genau auf die Straße rüber schon. In der Wiese steht's, ein brauner Fleck. Nö. Ja, ich kann das jetzt irgendwie nicht beschreiben oder ich kann einen Pfeil hinschießen und rennt's weg. Jetzt geht's weiter, jetzt siehst du das in der Wiese. Link, ach, da drüben. Mhm. Es schaut richtig aus, die Richtung, was du schaust, ja? Ja, komm, ja, dir, komm dir auf die Straße jetzt auf wieder. Die Straße genau, zu. Ja, genau da. Hallo Reh. Totes Reh. Jetzt kommen 5 Zombies, fressen es. Was? Jetzt kommen 5 Zombies wahrscheinlich und fressen es. Das war ein Nein, Spaß. Ich beeil mich jetzt. Ja, ja, ich schau dabei von da rum zu. Du deckst mir einen Poppes. Ja, keine Sorge, ich hab Pfeil und Bogen. Ich werde dich dreimal decken, dann habe ich keine Pfeile mehr. 3 Pfeile hast du. Aber ich hab auch nicht. Nein, brauche ich nicht, ich verwende es nicht. Ich schieße eigentlich nur zum Spaß immer so auf die Hühner und so, aber mehr mache ich nicht. Ich habe auch die Pistole hab ich mit 19 Schuss. Waren halt jetzt 20 Fleisch. 18. Ne? Ja, zahlt sich voll aus. Ach, da fällt mir was ein. Wollte ich doch mal gucken. Ah, verdammt. So. Würde ich mal sagen, wir beenden das jetzt, ja? Hier mit dem Part, weil wir sind ist mitten in der Nacht, 53 Minuten. Es geht sich immer genau aus mit Nacht zu Nacht, ne? Weil das ja anscheinend genau eine Stunde dauert, irgendwie so ein Tageszyklus. Oder eine halbe Stunde, glaube ich, und das sind immer 2 Tage oder so. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel. Geht sich auf jeden Fall immer genau aus. Ich glaub, eine Stunde ist 24 Stunden. Also eine Stunde in Realtime. Ja. 60 Minuten. Das kannst du noch verlängern auf 120. Nö, das passt so. Gut, was haben wir diesmal geleistet? Wir haben 2 Quests beendet. Quests. Haben uns die Belohnung abgeholt. Eigentlich gefarmt, ja. Quest, wir haben uns Wasser besorgt, wir haben uns Fleisch besorgt. Den Tausammler haben wir aufgestellt, also du. Das heißt, die Schmiede haben wir aufgestellt. Darf den auf jeden Fall Tausammler, den Part, weil der ist essentiell für mich. Also da würde ich am Anfang alleine, wenn ich spielen würde, würde ich wahrscheinlich jetzt losrennen. Nur looten, bis ich einen zweiten und einen dritten von denen aufstellen kann. Und wenn ich 3 habe, dann weitermachen, weil es mit 3 von denen, glaube ich, kommst du alleine schon gut durch. Und mit gelben Blumen, dann so ein Ding kochen. Machst du was kaputt oder machst du es so schön? Ja, ich bin am Platz bauen. Wir brauchen ja noch Tausammler. Dementsprechend vergrößere ich jetzt unsere Terrasse.
Ja, ich reiß die tragenden Säulen ein, okay? Reiß alles ein, was du einreißen willst, kein Problem. Geht hier nicht. Okay, Leute. Danke fürs Zuschauen. Schreibt es mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, wenn wir im Koop hier rumrennen. Das ist relativ lustig. Das ist relativ, das ist extrem witzig. Gleichzeitig muss ich sagen, ist Aska witzig zu dem Koop. Also die zwei Koops werden parallel laufen. Ich werde ein bisschen auf die Views schauen, aber die sind nicht ausschlaggebend. Ich wollte es dazu sagen. Das sieht jeder selbst auch, wie die Views sind. Aber ich finde die beiden Spiele Mörder. Das Aska macht Spaß und der hat das hier macht Spaß. Vor allem der Terror in Aska kennt sich mit Aska gut aus, weil er schon ewig gespielt hat, jetzt hunderte Stunden, glaube ich, 200 oder so. Der Wähler kennt sich hier in Seven Days aus, wie in seiner Westentasche, weil er auch schon ein paar Stunden gespielt hat. Das ist super. Ich habe immer wem dabei, der was sich schon voll auskennt. Das geht dahin immer so zack, 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 zack. Bei Aska bin ich auch on top. Und hier habe ich praktisch einen Berater gleich am Start. Und wenn ihr noch mehr lustiges Zeug sehen wollt, in 2 Tagen ist Hordenacht und wir werden sie richtig auf die Fresse kriegen. Ja, in die Parts auf YouTube gibt es nur die Nacht auf den 7. Tag und die Nacht auf 9. Das andere ist dann zufällig nie passiert. Gibt es zufällig keinen Part. So zusammengeschnitten. Tut mir leid, liebe Freunde, aber leider habe ich irgendwie die Aufnahme verkackt. Und gleichzeitig mein Charakter eliminiert und Wähler sein auch. Wir haben nochmal neu angefangen. Sicherheitshalber. Was reißt? Also, oh, jetzt wäre ich gleich runtergesegelt da. Oh, das sind so viele verschiedene kleine Teile. Na gut, okay, dann Leute, bis zum nächsten Mal. Abo, like, comment, nicht vergessen. Adios und ciao.